Wann gibt's endlich Geschenke? Und es ist so fürchterlich kalt. Ja, ich spüre meine Hände gar nicht mehr. Na, du spürst gleich meine Faust. Du armer Bube. Immer feste Reiben, wenn sie steif sind. Hm? Sagt das deine Mom oder was? Herr Grinch, warum sind Sie eigentlich so ein Arschloch? Und warum sehen Sie so vergammelt aus? Ja, die Geschichte habe ich schon letztes Jahr erzählt, ihr Kackbratzen. Ja, aber die war scheiße. Ja. Na gut, dann hört mal zu, ihr Bengel. Die Geschichte war eigentlich nämlich so. Also, es ist eine Weile her, da war ich arbeitslos und hab dann so einen 1-Euro-Job angenommen bei so einem reichen Gaming-Fatzke namens Lord Colin. Einmal im Jahr traf er sich mit seinen Redaktionskollegen, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Richtig lame Veranstaltung, sag ich euch. So, ne, der Herr. Was zu saufen, s'il vous plaît. Ja, nicht so zögerlich. Werte Kollegen, ein weiteres Jahr geht zu Ende und es ist mir eine besondere Freude, es erneut gemeinsam ausklingen zu lassen. Ein Toast, Sir Chris. Jawollo. Admiral Trant. Zu Befehl, Attacke. Mr. Markus. Drink im Glas, bringt keinen Spaß. Doch ist der Drink erstmal am Hals, dann knallt's. Ja, ganz genau, aber nicht zuletzt Lady Sarah. Es ist mir wieder eine ganz besondere Freude. Ach, jedes Jahr dieselbe Scheiße. Zum Wohl! Die Typen waren genauso dumm, wie sie reich waren. Und da dachte ich mir, das kann ich auch. Deshalb wollte ich auch Videospielredakteur werden. Und der Jahresrückblick war die perfekte Gelegenheit dazu. Butler, wir beginnen mit dem ersten Beitrag. So bringe er uns die Spiele des Jahres. Mhm, ich kotz gleich. Bitte? Ich komm gleich. Was soll ich sagen? Er ist ein kleiner Geist, aber ich habe diese ausgeprägte Schwäche für Versager. Vollidioten. Vorzüglich. Dann schauen wir doch mal, was dieses Jahr an Spielen gebracht hat. Nicht wahr, werte Kollegen? Game 2! Es ist wieder mal die Zeit im Jahr, in der wir uns essentiellen Fragen stellen müssen. Wie, warum sieht Sam Bridges auch nach dem Duschen immer noch sauschmuddelig aus? Oder woraus sind die Würste im Curry für unsere Pokémon gemacht? Doch die wohl wichtigste Frage, was sind die besten Spiele des Jahres? Nach einem wochenlangen knallharten Wahlverfahren in der Game2-Redaktion gibt's daher jetzt die unumstrittene Top-Liste der 10 besten Spiele des Jahres 2019. Platz 10, Fire Emblem Three Houses. Ja, für mich auf jeden Fall die Überraschung des Jahres ist Fire Emblem Three Houses. Ich habe die alten Teile zwar auch gespielt, aber ich habe noch nie ein Fire Emblem durchgespielt. Das habe ich direkt zweimal hintereinander durchgespielt, weil es mich einfach so gefesselt hat. Und das liegt daran, dass es diesmal noch so eine Persona-Komponente hat. Denn dieses Mal seid ihr ein Lehrer an einer Militärakademie und bildet eure Kriegerklasse aus. Dabei steht euch völlig frei, in welche Richtung ihr eure Schüler trainiert und auch mit wem ihr eure Zeit verbringt. Nie standen uns daher die einzelnen Charaktere in einem Fire Emblem näher, da man mit der Zeit eine echte Bindung zu ihnen aufbaut. Mehr Würze kommt so auch in die rundenbasierten Kämpfe, denn gefallene Gefährten bleiben tot. Zumindest, wenn ihr es so spielen wollt. Auch die Story hat uns überzeugt, da bis zuletzt nicht klar ist, wer gut und wer böse ist. Also Fire Emblem ist im Prinzip einfach das geilste Fire Emblem, was es bisher gab. Und Fire Emblem ist eine Serie, wo die Qualität sehr, sehr hoch ist. Also es gab eigentlich schon sehr, sehr viele richtig, richtig geile Fire Emblem-Spiele. Und die haben es jetzt wirklich geschafft, mit diesem Teil da noch einen draufzusetzen. Das muss man erstmal machen. Platz 9, The Legend of Zelda Link's Awakening. Link's Awakening, das war mein allererstes Zelda und umso gespannter war ich dann, das Remake zu sehen, welches einfach durch einen unfassbar schönen Grafikstil brilliert hat. Und ob, ursprünglich im Jahr 1993 für den Game Boy erschienen, hat das Remake eine überknuffige Kernsanierung bekommen. Spielerisch wurde zwar auch an einigen Ecken modernisiert, aber im Grunde ist hier noch vieles wie früher. Und das ist eben Oldschool Zelda at its best. Die Welt erkunden, Knobelkerker bewältigen und fette Bosse legen. Das macht auch heute noch Laune. Unterm Strich finde ich, dass es auch sehr gut gealtert ist. Man glaubt kaum, dass es schon so viele Jahre auf dem Buckel hat. Aber man merkt auch, dass es in manchen Teilen arg sperrig ist. Gemeint ist damit die Erkundung der Insel Kokolint. Vor allem die Wegfindung kann hier zur Geduldsprobe werden. Und auch die technische Umsetzung hätte mit Blick auf die Framerate-Einbrüche etwas feiner sein können. Aber sonst einfach ein knuffiges, unkompliziertes und super charmantes Abenteuer. Und es war echt erfrischend, sowas heute noch mal zu spielen. Platz 8, Death Stranding. Death Stranding ist ein Spiel, über das wird man wahrscheinlich in 20 Jahren noch reden. Weil es einfach etwas macht, was vorher noch kein Spiel gemacht hat. Und es halt wirklich irgendwie auch ein neues Genre erschaffen hat. Das klar zu benennen ist keine leichte Aufgabe, denn das erste Solo-Projekt von Entwickler-Ikone Hideo Kojima ist, naja, ungewöhnlich. Babys in Glastanks, Regen, der alles altern lässt, unsichtbare untote Teermonster.
Ein Amerika, das wie Island aussieht und mittendrin Norman Reedus als Postapokalypse-Postbote. Um die Kuriergänge zu vereinfachen, könnt ihr zudem Hilfsmittel bauen, die aber auch bei anderen Spielern erscheinen. Dadurch entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, das für ganz besondere Momente sorgt. Und gleichzeitig ist für mich total ein Scheißspiel, wo ich mich zu Tode gelangweilt habe, weil die ganze Grundmechanik des Paketeaustragens für mich einfach nicht trägt. Du läufst durch die Pampa und es passiert eigentlich nichts. Ja, definitiv nichts für jedermann. Fakt bleibt aber, Death Stranding bricht mit Konventionen und traut sich, anders zu sein. Es fügt einfach so diesem ganzen Gaming-Katalog und dem Spieleregal einfach noch so eine Farbe hinzu, die wir einfach nicht so oft haben. Platz 7, Control. Remedy's Sci-Fi-Adventure punktet bei uns in erster Linie mit seiner mysteriösen Stimmung. Die kommt weniger vom Plot oder von den Protagonisten, sondern vielmehr durch das einzigartige Setting. Hier ist ja das Besondere, dass das Design mit dem Levelaufbau zusammenhängt. Die Level verformen sich, bilden neue Strukturen und so weiter. Und das fand ich schon alles sehr faszinierend. Genauso aufregend sind die Kämpfe. Denn es wird nicht nur geballert, sondern auch mit übernatürlichen Fähigkeiten herumgespielt. Ihr fliegt umher, knallt euren Gegnern Mobiliar an den Schädel oder dasht übers Schlachtfeld. Das macht nicht nur Bock, sondern sieht auch spektakulär aus. Nur die Story hat bei all dem paranormalen Bombast ein paar Problemchen. Und ja, es hat so ein bisschen dieses Lost-artige Phänomen, dass es immer weiter sich aufbaut und du hoffst auf diesen großen Reveal am Schluss. Und es funktioniert nicht alles so zu 100%, aber trotzdem, es ist vielleicht kein sehr, sehr gutes Spiel, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, das in diese Liste gehört. Platz 6, The Outer Worlds. Für alle Fallout-Fanatiker gab es zwar dieses Jahr keinen neuen Teil, dafür aber mit The Outer Worlds einen Bruder im Geiste. Und damit eine spannende Space-Western-Welt, interessante Bewohner und große spielerische Freiheit. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass es so ein bisschen gegen den Trend geht. Also wo jedes Assassin's Creed, es wird immer größer, es wird immer mehr, immer mehr. Da hat sich die Outer Worlds halt einfach so kleine Mini-Open-Worlds, so kleine Hubs geschaffen, in denen dann alles ein bisschen konzentrierter wirkt. Die komprimierte Welt löst trotzdem den Entdeckerdrang in uns aus und motiviert, alles vom spannenden Setting sehen zu wollen. Und die Ballereien machen auch noch Bock. Alles cool also? Ich befürchte, dass so die Geschichte letztendlich so ein bisschen am Ziel vorbeischrammt, dass viele, viele Fragen werden aufgeworfen oder viele Ideen gezeigt, die letztendlich aber nicht cool zu Ende gebracht werden. Also da fehlt es mir so ein bisschen am Ende noch an Bissigkeit, glaube ich, von den Schreibern, aber ansonsten war das echt ein großer Spaß und gerade für Leute, die das alte Fallout vermissen, ist das, glaube ich, ein sehr schöner Ansatz gewesen. Platz 5, Disco Elysium. Manchmal braucht es nur einen versoffenen Detektiv mit Amnesie und einen Mordfall, um uns zu beeindrucken. Jedenfalls, wenn dessen Geschichte voller fantastisch geschriebener Dialoge steckt und uns bei den Ermittlungen enorme Entscheidungsfreiheit gelassen wird. Man kann rassistische Züge annehmen und, keine Ahnung, sich politisch da irgendwie engagieren in diese Richtung. Man kann inkorrekt zu Frauen sein, man kann die Zeche prellen, man kann, keine Ahnung, besoffen in der Ecke liegen und irgendwelche Partys feiern. Du kannst alles Mögliche machen in diesem Spiel und das lädt dich halt unwahrscheinlich dazu ein, weil halt auch nichts die falsche Entscheidung ist. Das wilde Ausprobieren der Möglichkeiten motiviert genauso wie die spannende Detektivarbeit. Dafür muss man zwar viel lesen, belohnt wird man aber mit investigativen Erfolgserlebnissen und alternativen Lösungswegen. Wenn man Bock auf ein schweres Spiel hat, was von seiner Stimmung schwer ist, man kämpft ja nicht mehr, man liest eigentlich die ganze Zeit nur. Und auch so ein bisschen auf ein Spiel, was so ein bisschen sagt, ich bin was Besonderes, ich bin ein bisschen prätentiös, so, dann kann man sich das echt geben und dann findet man, glaube ich, auch dieses Jahr wenig Besseres. Platz 4, Star Wars Jedi Fallen Order. Also Star Wars ist natürlich eigentlich das Star Wars Spiel, was wir uns schon saulange gewünscht haben. Ein richtig schönes Singleplayer-Spiel, ohne irgendwie Game-as-a-Service-Charakter, ohne krasse Mikrotransaktionen, ohne irgendwie Multiplayer-Modus, der sich jetzt irgendwie über lange Zeitdauer beweisen muss. Yup, Jedi Fallen Order ist purer Fanservice. Wir bekommen eine klassische Star-Wars-Geschichte ohne viel Schnickschnack, dafür mit fordernden Lichtschwertduellen im Sekiro-Stil, heftigen Machtfähigkeiten und jeder Menge Star-Wars-Atmosphäre. Ihr bereist dazu verschiedene Planeten und schaltet mit wachsenden Fähigkeiten immer mehr Wege und Geheimnisse frei. Ein guter Ansatz, bei dem nur das Erkunden etwas spannender hätte sein können. Ich hätte lieber genau dieses Spiel gehabt, mit noch ein bisschen mehr Story, linear und ja, mit Cutscenes und ja, einfach ein bisschen klassischer noch. Dieses ganze Dark Soulige, Metroidvania, Mania-mäßige hätte ich nicht gebraucht. Insofern Abstrich in der B-Note, aber saugeiles Spiel. Nächster Teil dann bitte ohne den ganzen Scheiß. Platz 3, Super Mario Maker 2.
Für mich ist Mario Maker 2 eigentlich sogar auf Platz 1 dieses Jahr, weil selten war es so nah dran, die Aussage unendlicher Spielspaß an der Wahrheit. Weil das ist, dieses Spiel ist so unendlich groß, es hat so viele Assets, es hat so viel Kleinkram, der wild durcheinander gewürfelt werden kann. Es ist unfassbar riesig. Ganz genau. In Sachen Umfang geht wohl nichts über Super Mario Maker 2. Allein mit dem klassischen Mario-Gameplay kann man etliche Stunden verbringen. Dazu kommen endlose Baumöglichkeiten aus nahezu allem, was das Mario-Universum zu bieten hat. Selbst Link hat es mittlerweile ins Spiel geschafft. Und auch wenn man lieber spielt statt baut, sorgt die riesige Community ständig für neue, kreative Konstruktionen. Ich bin selber gar nicht so diejenige, die sich selber Level baut, sondern ich spiele das, um mir anzugucken, was man aus diesem Kram machen kann. Und das wird und wird und wird für mich einfach nicht alt. Platz 2, Resident Evil 2. Ich muss sagen, Capcom hat einen richtig guten Job gemacht, weil sie das Spiel, die Essenz genommen haben von dem eigentlichen zweiten Teil, aber daraus eigentlich ein komplett anderes Spiel gemacht haben. Der olle Polygonmatsch weicht knackscharfen Matsch-Zombies und feste Kameraperspektiven wechseln zu einer Overshoulder-Sicht mit frei beweglicher Kamera. Trotz der massiven Modernisierung bleiben aber einige Oldschool-Elemente wie das begrenzte Inventar erhalten. Die gefeierte Resident Evil-Formel lebt daher im zeitgemäßen Gewand perfekt weiter und sorgt immer noch für dichte Gruselatmosphäre. Und deswegen ist für mich die Resident Evil-Serie so als Ganzes jetzt an einem perfekten Punkt. Resident Evil 2 hat gezeigt, dass das klassische Survival-Horror Resident Evil für die Zukunft funktioniert. Und Resident Evil 7 in 2 Jahre vorher hat bewiesen, dass auch was völlig anderes geht. Supergeil, beste Karten für die Zukunft von Resident Evil. Und das eben auch dank dem brillanten Remake von Teil 2. Platz 1. Sekiro Shadows Die Twice. From Softwares Shinobi-Schnetzler meuchelt sich knallhart an unsere Spitze, auch wenn der Weg etwas steinig war. Und für Sekiro, da musste ich auch ordentlich umdenken und umlernen. Und es hat mir am Anfang auch gar nicht so gut gefallen, aber irgendwann hat es halt Klick gemacht. Und dann hat man gemerkt, das, was sie sich neu überlegt haben für das Kampfsystem, das funktioniert. Denn jetzt heißt es gnadenlos Mann gegen Mann. Schluss mit gemächlichen Kämpfen voller Abwarten und gelegentlichem Zustechen wie in bisherigen Soulsborne-Spielen. Nein, 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 es ist ein echtes Fechtduell mit Blocken, mit Countern, mit Ausweichen. Und das hat kein Spiel zuvor geschafft und deswegen, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was für ein geiles Gefühl das ist, wenn man dieses Duell beherrscht. Ganz klar die größte Stärke von Sekiro, auch wenn der Schwierigkeitsgrad damit nochmal deutlich angezogen wurde. Natürlich war es auch recht schwer und ich würde auch sagen, das Spiel ist teilweise ziemlich viel Arbeit so. Es ist jetzt kein Feelgood-Spiel, was man jetzt jeden Tag zocken kann, aber wenn man mal sich so richtig geil fühlen will, dann sind Sekiro-Kämpfe, finde ich, das Beste in dem Bereich. Und damit stehen sie fest, die besten Spiele des Jahres. Mehr habe ich nicht, also zurück zu Tisch. Nun, das war doch ein vortreffliches Stück. Jawollo! Auftrag ausgeführt, Mission abgeschlossen. Irgendwas stößt mir hier sauer auf. Ja, da ist so ein Hauch von Inkompetenz. Genau, das war bestimmt wieder der Butler. Da hast du doch wieder drin rumgepfuhlt. Wenn's im Beitrag übel stinkt, meistens es der Butler bringt. Jawollo! Stillgestanden! Abmahnung! Butler, du Bauerntölpel! Künftig lässt du deine Grabscher bitte aus unseren Essays! Das ist Kunst! Und davon verstehst du wahrlich nichts! Servier lieber! Husch, husch, husch! Werte Kollegen, vielleicht wollte uns der dümmliche Butler aber auch nur auf den nächsten Gang vorbereiten. Jetzt geht es nämlich um die Dinge, die uns dieses Jahr so richtig genervt haben. Ja, außer dem Butler. Hallo! Ganz genau! Was mich richtig nervt, nicht nur 2019, aber auch 2019, ist Comic-Grafik. Und das ist eine bestimmte Art von Comic-Grafik, die ich den westlichen Comic-Grafik-Stil nenne oder diesen westlichen Billo-Comic-Grafik-Stil. Wir kennen den wohl am ehesten aus Fortnite. Zum Beispiel jetzt dieses Jahr ist rausgekommen Dauntless und das sieht auch schon wieder so aus. Ich guck's mir nur einmal an und sehe die Viecher, die auch so ein bisschen knubbelig aussehen. Ich meine, das ist ein Monsterjagdspiel. Da will ich doch, dass die Dinger bedrohlich aussehen und die sehen durch ihre Knubbeligkeit und durch ihren runtergedampften Pixar-Art-Style sehen die voll lieb aus. Dein Auge bleibt einfach nicht dran hängen. Du guckst da nicht hin und sagst so, boah, sieht die Welt geil aus. Nein, scheiße sieht die aus. Die Wiese ist grün, hat meistens nur zwei Farben, der Himmel ist blau, der Baumstamm braun und die Blätter auch grün. Ist doch coole Comic-Grafik. Wieso? Sieht doch lustig aus. Sieht doch lustig aus. Es ist bestimmt auch so,
dass die ganzen Entwickler denken, ja, wir machen ein Free-to-Play-Spiel, da müssen wir eine möglichst breite Masse ansprechen. Und wenn wir die Eltern jetzt sehen würden, wie ihr 12-Jährigen zu Hause irgendwas brutal aussehendes spielt, nee, das können wir nicht machen. Da packen wir unser brutales Gameplay nämlich lieber in so eine lustige, liebe Optik, dass wenn die Eltern einmal kurz am Monitor vorbeigehen, denken sie, ach, das ist ja süß, was ihr da spielt. Und richtig schlimm wird es eigentlich, wenn man diesen westlichen Billo-Comics-Grafikstil, wenn der doch vermischt wird mit funky Outfits, mit dummen Klamotten, die möglichst bunt sein sollen. Bleeding Edge. Wer guckt sich das denn an und sagt so, das will ich spielen, das ist funky, geil. Guck, da ist sogar eine Oma dabei. Ich nehme die Oma. Oh, die ist so lustig, Alter. Ich nehme die Oma. Es hat diesen beschissenen, simplen Grafikstil, wo man hinguckt und sagt so, ich kann es nicht sagen, ey. Mich regt's auf. Was mich dieses Jahr richtig abgefuckt hat, sind Kack-Mobile Games. Angefangen hat es nämlich schon Ende letzten Jahres. Da hat Blizzard ja auf der BlizzCon sich hingestellt und hat gesagt, unser mega geiles Spiel ist Diablo Immortal. Ja? Diablo Immortal, ein verkacktes Handyspiel. Und jetzt sage ich euch, was das Problem ist. Dass das alle jetzt so machen. Ich nehme jetzt eine geile IP, die ich schon habe, und mache einfach ein Kack-Mobile-Spiel daraus. Ja? Das sind alles richtige Kack-Spiele. So, und ich werde euch jetzt sagen, warum? Ein Beispiel, Mario Kart. Hä? Mario Kart ist ja von Nintendo. Nintendo sind doch mal die Guten. Ja, falsch gedacht. Die bringen Mario Kart Tour raus. An allen Ecken und Enden wird man dann irgendwann, rennt man vor irgendwelche Paywalls, wo man irgendwas nicht kann, weil man den Gold Pass nicht hat. Das ist nicht mal was, was du dir einmal kaufst. Nein! Jeden Monat musst du für diese Scheiße bezahlen. Und zwar 5 Euro. Und was haben wir noch? Minecraft Earth. Also, nehmen wir jetzt mal an, hier, dieser Scheißstuhl, ja? Ich will jetzt hier einen Stuhl bauen. Jetzt nehme ich diesen Stuhl, irgendwie crafte den hier und will hier diesen Kackstuhl bauen. Ja, geht nicht. Warum? Weil man, um den Stuhl zu craften, erstmal warten muss. Außer du bezahlst natürlich, dann geht es. Komisch. Also hast du jetzt Minecraft Earth ein Spiel, wo du bezahlen kannst dafür, dass du das machst, was du bei Minecraft die ganze Zeit eigentlich umsonst machen kannst, nämlich bauen. Und wenn übrigens es nicht ums Geld machen geht, dann und keine Mikrotransaktionen in den Spielen sind, dann ist das Spiel vollgeschissen mit Werbung. Egal welches Spiel. Die sind ja alles scheiße. Kannst du alles vergessen. Nehmt euer Handy zum Telefonieren. Tschüss. Was mich so richtig abfuckt, ist, dass ich in meiner Arbeit als Videospielredakteurin nicht als das wahrgenommen werde, was ich bin. Nämlich Videospielredakteurin. Ich sitze so oft in einem Format, da mache ich mir vorher Gedanken drüber, was ich euch da erzählen möchte. So wie heute. Ich mache mir Gedanken, wie ich es rüberbringen möchte, mir Inhalte auszudenken. Und was dann passiert, ganz, ganz oft, wenn ich in so einem Format saß, ist ganz, ganz oft, dass ich mir dann die Kommentare durchlese. Und dann geht es da hauptsächlich darum, wie ich aussehe. Es ist für mich keine leere Phrase, wenn ich sage, hey, schreibt in die Kommentare, was ihr zu dem und dem Thema denkt. Ich habe gerne einfach noch mehr Meinungen, Sichtweisen auf Themen, die mich weiterbringen, die mich selber weiterbringen. Und wenn ich dann nach 8 Stunden Arbeit, sich noch durchzulesen, dass man aussieht, als hätte man 24/7 seine Tage, das wäre mir echt unangenehm. Einer meiner Lieblingskommentare, fick dich. Man interessiert sich ehrlich dafür, was ihr da draußen von diesen Themen haltet. Und dass alles davon kaputt gemacht wird, dass einzelne sexistische Arschlöcher sich nur darüber Gedanken machen, wie meine Brüste aussahen, dann geht mir das verdammt noch mal auf den Sack. Ja, auf den Sack, Hannah. Leute machen sich Gedanken über Körperstellen an mir, die ich in 24 Jahren nicht als problematisch gesehen habe. So, ich wusste nicht, dass meine Augenbrauen verschieden hoch sind. Ich wusste nicht, dass mein Haaransatz schief ist. Es geht nicht um alle Kommentare. Es sind ganz, ganz viele Leute da draußen, die schätzen, was ich mache, die meine Beiträge konstruktiv bewerten. Und dafür bin ich sau dankbar. Und das macht es noch viel schlimmer. Also, es macht es noch viel schlimmer. Diese einzelnen Menschen, die das so krass überstrahlen können. Man macht sich da einen Arsch voll Arbeit und man hat da Bock drauf. Aber irgendwann hat man keinen Bock mehr. Ihr kennt das? Es gibt von allem
zu viel. Netflix, Spotify, jetzt kommt mit Stadia und PlayStation Now und was weiß ich, Gaming, Streaming Services. Und ich sag euch was, mehr ist nicht unbedingt besser. Was mich richtig abfuckt, Leute, und das sage ich euch ganz klar, sind gute Spiele. Stellt euch vor, das ist ein gutes Spiel. Ich sag mal so 70%. Verfickte 70%! Ist ganz nett. Kannst du mal spielen. 70% ist ganz nett. Aber wisst ihr, warum es 70% kriegt? Weil es nicht geil ist. Weil irgendwas stimmt nicht. Irgendeine Scheißmechanik. Loot ist scheiße. Balancing ist scheiße. Gegner zu schwer, zu leicht, zu kacke! 75%. Gute Grafik. Aber zu fucking kurz! 80% Spiele. Alter, das sind die Allerschlimmsten! Wer soll das spielen? 80%! Ich sitze die ganze Zeit da und denke, warum ist es nicht 90? Warum macht's denn nicht richtig Bock? Warum ist der Gegner so schwer? Warum ist das Spielen so kurz? Dann gibt's die 85% Spiele. Die fucken mich so sehr ab, Leute, ich kann's euch gar nicht sagen. Das sind richtig gute Spiele. Richtig gute Spiele! Aber nicht geil! Ich hab 2 Kinder! Ich hab 2 Stunden Zeit! Wer soll denn ein gutes Spiel spielen? Ich spiel nur noch überragend! Das ist genau das, was ich meine. Du kommst in den Raum, in dem du schon mal warst. Was soll ich hier machen? Das ist doch alles schon durchgesucht. Alles schon kaputt gemacht. Und jetzt nur, weil ich irgendeinen Doppelsprung hab, kann ich jetzt hier irgendwie was, kann ich jetzt was Neues machen. Wow! Das hat sich aber gelohnt, eine Stunde hier hinzulaufen und auf der Karte mich zweimal zu verlaufen, damit ich das jetzt machen kann. Wow, Backtracking ist ja geil. Da muss ich auf einen Planeten fliegen, um einen Doppelsprung zu lernen. In einem Flashback. Dieses Radio ist Backtracking. Home Run! Ficke Backtracking, echt mal. Moment, ich komme noch mal zurück und ich sag genau dasselbe wie eben. Nur mit 1-2 Jahren Veränderungen. Ha, ist das geil. Müsst ihr doppelt so lange gucken. Nee, ich mach Triple Tracking! Ah, da habt ihr überhaupt nicht mit gerechnet, der kommt einfach nochmal! Crazy! Entwicklerpreis! Definitiv ein tolles Stück! Jawollo! 1A mit Auszeichnung! Respekt! Der Hass war stark in euch, werte Kollegen. Ganz besonders bei Ihnen, meine Teure. Ja, ich zeig dir gleich mal Hass. Tja, alles flutscht, wenn niemand fuscht. So langsam waren alle ziemlich besoffen. Das war meine Chance. Denn um mir einen festen Platz in der Redaktion zu sichern, hatte ich einen Beitrag vorbereitet, der endlich alle Übels wegfischen würde. Fantastische Arbeit. Vielen Dank, mein Herr. Vortrefflich. Was haben wir denn hier? Igitt, was ist das denn? Das stand aber so nicht auf dem Plan. So, die Herrschaften, bewundern Sie nun meinen eigens hergestellten Beitrag unterm Radar. Unter dem Radar? Unter dem Radar hatten wir erst letzte Woche in der Sendung, du Idiot. Das ist unterm Radar 2019. Ja, das sind alle Spiele, die Sie alle über das gesamte Jahr vergessen haben. Richtig dumm von Ihnen. Hab ich gemacht. Geben wir ihm doch eine Chance. Vielleicht hat er sich ja von unserer Genialität inspirieren lassen. Meine Teure? Ja, ich fass das nicht an. Eingepackt, zurückgeschenkt. Rückzug, dafür bin ich nicht gewappnet. Sir Chris, wären Sie so gut? Ja, Wollo. So, im April habt ihr schon mal Forager vergessen. Das ist ein knuffiges Crafting-Game, in dem man mit einem kleinen Pixel-Malocher Rohstoffe sammelt, Produktionsstätten baut und Monster verkloppt.
Hat man eine Insel vollgebaut, kann man eine neue kaufen. Aber was man auf der neuen Insel vorfindet, ist immer eine Überraschung. Manchmal findet man komplett neue Ressourcen und Bauwerke, manchmal aber auch eine Horde von Monstern. Oder die Insel selbst ist so pipi-klein, dass man gar nichts drauf bauen kann. Super spannend. Obendrauf gibt's Quests, gefährliche Dungeons und neue Waffen und Skills zum Freischalten. Zugegeben, Forager hat nichts, was man nicht schon mal woanders gesehen hat, aber für sich genommen funktioniert's ziemlich gut, also hättet ihr es ruhig mal nennen können, ihr Idioten. Und im Mai kam dann Dauntless, darüber habt ihr auch nichts gesagt. Ist wie Monster Hunter, nur als Free-to-Play. Alleine oder im Team mit anderen Spielern knüppelt man minutenlang auf hässliche Tiere ein, um sich dann aus deren Körperteilen neue Waffen und Rüstung zu bauen. Das Kampfsystem ist simpler als in Monster Hunter, sonderlich schwer ist es auch nicht und die Grafik ist der übliche Comic-Stil aus der Retorte. Nahezu komplett befreit von aufwendigen Texturen oder Effekten. Aber für Umbe kann man das mal ausprobieren, zumal sich alle relevanten Rohstoffe und Items problemlos erspielen lassen, ohne dass man echt Geld ausgeben muss. Nur wenn einem kosmetischer Bums wie seltene Skins, Farbpaletten und Gesten wichtig sind, muss man bezahlen. Naja, und auch für Zeitsparer wie XP-Boosts und Crafting-Beschleuniger. Schluss mit diesem Frevel! Dauntless ist ein frecher Monster Hunter Rip-Off mit Fortnite-Grafik! Wie kannst du es wagen, in meiner Anwesenheit von so einem Machwerk zu reden? Ja, sorry, ich habe vergessen, dass Sie ein verblendeter Monster Hunter-Fanboy sind. Wie war das? Dass Sie ein blendender, weltbekannter Cowboy sind. So. Dann fahr fort. Was haben wir angeblich sonst noch vergessen? Nun, A Short Hike habt ihr noch übersehen. Ein kurzes, aber voll schönes Indie-Spiel. Hier spielt man einen kleinen Vogel, der in einem Naturpark auf den Berg klettern muss. Das geht aber nur, wenn man vorher genug goldene Federn sammelt, denn ohne die hat man nicht genug Ausdauer fürs Klettern und Gleiten. Und während man die Federn sucht, trifft man viele lustige Tierfreunde, die einem Nebenaufgaben geben. Zum Beispiel Muscheln suchen, Fische angeln oder Wettrennen zu einem bestimmten Ort. Klingt alles voll unspektakulär, aber das soll so sein. A Short Hike ist wie ein virtueller Wanderurlaub, bei dem man entspannt die Umgebung erkundet, kleine Geheimnisse entdeckt und die Natur genießt, ganz ohne Stress. Blair Witch könnte man auch als virtuellen Wanderurlaub beschreiben, nur mit extra viel Stress. In der Rolle des Polizisten Alice Lynch hilft man bei der Suche nach einem kleinen Jungen, der im Black Hills Forest verschwunden ist. Am Anfang ist der Wald ja noch ganz schön, die Sonne scheint durchs Geäst, die Vögel zwitschern, der Hund freut sich aufs Gassigehen. Yeah, lead on, buddy. Aber sobald es dunkel wird, ist hier gar nichts mehr schön. Der Wald wird zum Labyrinth. Überall hängen diese seltsamen Totems und Tiere hört man auch keine mehr. Stattdessen greifen so unsichtbare Viecher an, die man mit der Taschenlampe wegleuchten muss. Das passiert aber nur selten. Die meiste Zeit sucht man nach Hinweisen, lässt den Hund nach Spuren schnüffeln oder manipuliert die Realität mit einem Camcorder. Alles ganz nett, aber nervig wird's, wenn man stecken bleibt, weil das Spiel irgendwelche Events nicht auslöst. Kleines Beispiel. Gefundene Videokassetten soll man an bestimmten Stellen pausieren, damit in der Realität irgendwas passiert. Habe ich mit diesem Video hier auch gemacht, aber passiert ist trotzdem nichts. Also habe ich die Gegend erkundet, vielleicht geht's woanders weiter. War aber nicht so. 10 Minuten bin ich im Dunkeln rumgeirrt, ohne irgendwas zu finden. Aus Verzweiflung gucke ich das Video nochmal an. Und auf einmal passiert doch was. Eine Unterhaltung mit dem Sheriff wird getriggert und der Ball des Jungen erscheint auf dem Boden. Hä? Frei von Fehlern ist Blair Witch also nicht. Aber im Großen und Ganzen geht's in Ordnung. Grafik und Sound sind ziemlich gut, die Story ist spannend und es macht ganz viel Muffensausen. So, kommen wir zum Oktober. Was ist denn da passiert, meine Damen und Herren? Da sind euch ja gleich 3 Spiele durch die Lappen gegangen. Zum Beispiel Indivisible, ein echt gutes Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, aber auch mit Metroid-mäßigen 2D-Gehüpfen. Es geht um Teenagerin Ajna, die mit ansehen muss, wie ihr Dorf überfallen und ihr Vater getötet wird. Also macht sie sich auf die nicht vorhandenen Socken, um dem Verantwortlichen aufs Maul zu hauen. Das 2D-Gehüpfe ist cool, weil es fluffig funktioniert und weil es viele versteckte Bereiche gibt, die man nur mit bestimmten Hilfsmitteln erreichen kann. Und die Kämpfe sind cool, weil sie sehr taktisch und dynamisch zugleich sind. Manche Gegner lassen sich nur bezwingen, wenn man bestimmte Kombos einsetzt oder Angriffe mehrerer Partymitglieder miteinander verkettet. Und bei der Eingabe der Befehle spielt auch das Timing eine Rolle. Blockt man im richtigen Moment, nimmt die Party weniger Schaden. On top kriegt man noch eine schöne, handgemalte Grafik und eine Story mit vielen lustigen Figuren. Wie die Lady mit dem Tiger auf dem Kopf, die sprüht gerade zu verhellern. No plans. Let's do the smashing thing. That sounds good. Dann kam im Oktober noch Valfaris, oder wie ich es nenne, das uneheliche Kind von Metroid und Doom. Der Held ist ein langhaariger Weltraumbastard mit Laserknarre und Schwert, der im Alleingang ganze Monsterhorden niederwalzt. Werden die Monster zu frech, wird entweder eine Superknarre ausgepackt oder ein Energieschild ausgefahren. Das kann Geschosse nicht nur abwehren, sondern auch zurückwerfen. Und damit man auch immer schön aggressiv bleibt, wird das Gemetzel nonstop von hämmernden Metal-Tracks begleitet.
vorbei. Das Geschrammel bräuchte es gar nicht, um einen aggressiv zu machen. Das macht nämlich schon der Schwierigkeitsgrad. Aber dafür sind die Checkpoints fair verteilt. Wenn man drauf geht, wird man nur ein paar Meter zurückgesetzt. Also fuck it. Und das dritte Knaller-Game, das die Herrschaften im Oktober ignoriert haben, ist Mo as Trey. In der Rolle von Mo, das ist so ein blauer Popel mit Augen, erkundet man eine Forschungseinrichtung auf einem fremden Planeten, in der irgendwas schiefgelaufen ist. Überall wachsen komische Pflanzen, Monster haben sich breit gemacht und die Wissenschaftler sind komplett vergammelt. Um rauszufinden, was hier los ist, muss Mo Rätsel lösen und Sprungpassagen meistern. Das macht vor allem wegen den coolen Spielmechaniken Spaß. Dank Zielsystem kann Mo super präzise springen, er kann an Wänden und Decken kleben, Zombies und Tiere manipulieren und an bestimmten Stellen einen Klon von sich selbst erzeugen. Und manchmal muss er mit diesen Techniken auch gegen Bossmonster kämpfen. Ein Top-Spiel. Sowas sollte einer erlauchten Redaktion wie eurer eigentlich nicht durch die Lappen gehen. Ich beende meinen exzellenten Beitrag mit Phoenix Point. Das ist ein Rundenstrategiespiel, das wie XCOM aussieht und sich auch so spielt. Und das ist kein Zufall, denn es kommt von dem Typen, der XCOM damals aus der Taufe gehoben hat. In naher Zukunft taut die Klimaerwärmung unseren Permafrostboden auf und herauskommen Viren, die Meerestiere in fiese Ungeheuer verwandeln. Zum Glück haben wir coole Future-Soldaten, um die Krebsmonster wegzuballern. Phoenix Point hat ein paar Features, die es in XCOM nicht gibt. Zum Beispiel Fahrzeuge mit extra viel Bums, zerstörbare Gebäude und ein Free-Aim-System, um gezielt Schwachstellen aufs Korn zu nehmen. Außerdem gibt es verschiedene Fraktionen, mit denen man Bündnisse eingehen kann. Funktioniert alles ganz gut, aber am Balancing muss das Team noch schrauben. Wie die Gegner zu Beginn einer Mission spawnen, ist ziemlicher Zufall. Und manchmal erscheinen sie an so ungünstigen Stellen, dass man kaum eine Chance hat, die Mission zu gewinnen. Aber weil sowas nur selten passiert und bestimmt noch gepatcht wird, spreche ich mal vorsichtig eine Empfehlung aus. So, fertig. Das war mein sehr guter Unter dem Radar 2019 Beitrag. Wow! Das war unglaublich. Scheiße! Mein Beitrag hatte den Gaming-Journalismus zerberstet. Und doch hatten die miesen Redakteure nur Spott für mich über. Was war das denn? Ein Kriegsverbrechen! Jawohl! Ist man hässlich und auch dumm, kommt im Leben nichts bei rum. Ist doch so, meine Freunde! Jawohl! Eins muss ich dir lassen. Jeder liebt meine Witze. Aber der größte Witz bist du. Tja, und dann, liebe Kinder, hat's geknallt. Ich glaub, der ist tot. Och, was für eine dramatische Wendung, liebe Freunde. Da lohnt das Einschalten in der nächsten Folge. Und in der Zwischenzeit ratet doch mal in den Kommentaren, wer vielleicht noch sterben wird. Oder ist es niemand? Aber vielleicht könnt ihr auch einfach die Glocke drücken, einen Kommentar da lassen, Videos angucken oder liken. All das empfehle ich euch sehr. In der Zwischenzeit natürlich immer vom Traubensaft naschen. Und das ist wirklich Traubensaft. Traum. Mmh.